Okay, Freunde, wir spielen wieder Ultimate Epic Battle Simulator. Und das Battle besteht dieses Mal aus. Müssen wir mal gucken. 100. Upsala, Entschuldigung. Frechheit. Und wer ist es? Natürlich einer der Moderatoren hier, ne? Streit angefangen. Frechheit. So. 100 Soldaten aus dem Reich Gondor. Hier, man kann auch mal ein bisschen näher gucken. Ja, höchst professionelle Schwertfuchtler gegen den einen Jäger des Universums, gegen den Motherfucking Predator. Und legen wir los? Wir legen los. Sie greifen den Predator an. Doch, boah, er metzelt alles nieder. Ich glaube nicht, dass er die ganzen Gondor-Heimis niederfällt. Aber... Nein, er war kacke. Okay. Was war das jetzt? N für Atombombe? Nee, macht er nicht. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt andere Methoden aufziehen. Der Predator braucht predatorhafte Verstärkung. Ein Predator reicht nicht. Okay. Dann werden wir ihm... Habe ich einen Alien? Den Alien habe ich nicht. Nein, nein, Alien habe ich nicht. Aber dieser Predator wird begleitet von zwei Velociraptoren, die ich nicht platziert habe. Fuck! Beziehungsweise die ich schon platziert habe, aber die am Arsch der Welt jetzt sind, glaube ich. Das ist schlecht. Da müssen wir nochmal zurück. Entschuldigung. Da sind die die Velociraptoren. Jo. Möge das Gemetzel beginnen. Okay. Are you ready? Na dann. Ja, sieht doch schon vielversprechender aus, oder? Die Raptoren, die haben schon richtig Bock, glaube ich. Machen wir uns hier. Ah, das ist so blöd, dass man das nicht sauber bewegen kann. So. Ab geht's. Auf. Die Raptoren waren unberechenbar. Sie haben einfach den Predator mit angegriffen. So hat der Predator keine Chance. Atombombe! Das kann man als unentschieden sehen, oder? Ja, das zählt als unentschieden, würde ich behaupten. Okay, jetzt machen wir mal ein bisschen hier. Das soll ja ein Epic Battle sein. Okay, also, Predator muss erstmal wieder gehen. No. So, dann machen wir mal 3000 Gondors gegen... Was haben wir denn hier überhaupt so? Einen Thanos? Ich glaube, das wird nix. Oder? Wie gut ist... Wie stark ist Thanos? Wie gut sind 3000 Truppen Gondors? Ich glaube, das dauert einen Moment, bis er das komplett lädt. Mal gucken. Okay. Diese Leute müssen Wakanda verteidigen. Los. Huh. Ich glaube, das wird nichts. Auch wenn er so ganz lustig wegtritt überhaupt. Huh. Puff, da fliegt wieder einer. Puff. Aber sie hacken viel zu sehr auf ihn ein. Also er ist schon sehr stark. Fliegt wieder einer. Aber er steht auch schon in einer Leiche seines eigenen Saftes. Auch wenn die Leute um ihn rum immer so wegfliegen. Hui, da fliegt wieder einer. Hui.
Ich habe das ungute Gefühl, dass das so nichts wird. Und selbst wenn, würde das verflucht lange dauern. Oh! Thanos hat aber noch sehr viele Lebenspunkte. Oh, ich steuere Thanos. Okay, wenn ich das jetzt beschleunigen könnte, was ich nicht kann, glaube ich. Ich glaube, Thanos hat tatsächlich eine reale Chance, sich hier durchzuboxen. Ich habe aber gar keinen Bock, dass er jetzt hier 3000 Leute... Also er macht hier 21, 22... Also er braucht fast 3 Sekunden pro Person. 3 Sekunden mal 3, der braucht 9000 Sekunden. Oh nee, da habe ich keinen Bock drin. Thermonuklearrakete. Dahin. Was? Thanos hat gewonnen. Easy. Interessante Ausbreitungsart. So. Thanos ist immer noch da. Er hat nicht mal die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren. So. Fighting alongside together. Thanos. So. Okay. Wie stark sind die Truppen Gondors im direkten Vergleich? Aber wir müssen jetzt hier auch mal ein bisschen mehr Epicness reinbringen. Deswegen brauchen wir mehr Truppen. Gondor Soldier. Gondor Grunt. Was ist denn Grunt? Nehmen wir Gondor Grunt. So von der Seite. 750. Okay, das ist dann wieder Team 1. So, dann nehmen wir nochmal Medieval oder hier Ancient Greek. Spartiaten. Auch 750. Aber das ist dann Team 2. So, jetzt muss ich die aber wiederholen. Ne? Da sind sie. So. Okay. Und dann brauche ich noch Archeries. Da. Team 1. Oh, muss ich jetzt wiederholen. So. 500 Bogenschützen, die von hier aus feuern. Gegen, was haben wir hier noch so? Vier Katapulte. Muss ja so ein bisschen Unterschied schon herrschen, oder? Die von hier aus feuern können. Okay, dann haben wir es doch ganz gut zusammen, ne? Das ist jetzt Team 1, ist das. Das und das und... Oh. Achso, ist egal, okay. Ja, okay, und Team 2 ist das, das und das. Okay. Let the battle begin. Geil. Loading Units, das könnte einen Moment dauern. Das sind mal ein paar Heerscharen, die gegeneinander antreten. So, was sind denn das jetzt hier für welche? Die Grunts oder wie die heißen. Ah, die sind nicht ganz so krass ausgerüstet wie die anderen. Und hier die Spartiaten. Die sind bestimmt mega fies, oder? Okay. Aber da hinten die Katapulte, die werden schon retten, glaube ich. Okay, los geht's! Wow, Kloppe! 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 Kloppe!
Da fliegen auch schon die Katapultsteine. Und die Pfeile fliegen da drüben rüber. Oh, die Katapulte treffen aber auch teilweise ziemlich mies ins eigene Gemächt hier, oder? Ganz schön viel Friendly Fire. Aber die Spartiaten, die metzeln ganz schön mies hier die Grunts nieder. Seht schon, die haben keine Chance. Die Katapulte sind echt fies. Während die Pfeile, kann man gar nicht so genau sehen, was die Pfeile machen. Ne? Treffen die welche? Killen die welche? Kann man gar nicht so richtig sehen. Oh, die Spartiaten haben gleich schon die ganze Truppe hier an der Seite weggemetzelt. Aber ich sehe schon, hier breitet sich die Front weiter aus. Und das Katapult feuert auch kräftig in die eigenen Reihen. Ne? Klappt das denn? Passiert dann irgendwo? Boah. Aber Friendly Fire ist nicht, oder was? Oh, die Spartiaten fallen jetzt hier den Truppen Gondors in die Flanken. Das sieht ungut aus. Die Katapulte erweisen sich doch als sehr mächtige Waffe. Man sieht schon, die Truppen Gondors haben tatsächlich ein Riesenproblem. Die werden nämlich gleich schon eingekesselt hier. Ja, trotz Pfeil und Bogen. Oh, die Katapulte sind hin. Wer auch immer es war, die Katapulte sind dahin. Die sind zerstört worden. Auch von Pfeil und Bogen oder was? Abgefahren. Könnte das das Blatt wenden? Aber ich glaube, die Spartiaten sind auch zu stark. Ne? Die kriegen zu sehr die Pfeile ab hier. Oder? Ja, beziehungsweise nicht zu sehr. Ja, sie kreisen inzwischen die Truppen hier richtig ein. Auch die eigenen. Das ist denen wohl scheißegal. Wenn es aussieht, keine Chance. Und es wirkt auch immer noch reichlich wirklich Feier. Es sieht aus wie ein riesiger... Egal. Fisch. Ja, das sieht ungut aus. Ich glaube, die Hoffnung brauchen wir nicht mehr schüren. Wir werden hier von den Rittern in schillernder Rüstung und den Spartiaten ordentlich weggeholzt. Hier, man sieht richtig hier, da hat die Spartiaten echt leichtes Spiel. Ja, also die hier, die waren völlig egal. Aber hier ging es dann, man sieht richtig, hier ging es dann, kam von der Flanke her die Pfeile. Und das sorgte dann dafür, dass sie hier ordentlich einstecken mussten. Jetzt kommt der Punkt. Also die sind immer noch gegen die Pfeile, kommen sie immer noch ordentlich, haben sie immer noch ordentlich kassiert. Aber jetzt kommen immer mehr Truppen dazu und ich glaube, dass jetzt die Bogenschützen ordentlich in den Arsch gekniffen sind. Ja, man sieht es auch, ne? Die werden immer wie immer weiter dezimiert. Ach, das ist aber schade. Da muss man wohl etwas Chancengleichheit sorgen. Da. Ja, das ist jetzt doch ausgeglichen. Okay, müssen wir noch mal gucken, ob wir das vielleicht ein bisschen drehen können, dieses Schlachtenglück. Ich muss ja sagen, ich habe für Gondor irgendwie Partei ergriffen gerade. Jetzt müssen wir mal schauen. So, okay. Die Katapulte waren schon nicht schlecht, muss ich ja mal sagen. Aber, was ist denn, wenn hier jetzt noch die Kavallerie dazukommt? So... Ja, wie geht denn das so? Von der Seite her kommt jetzt hier die Kavallerie ins Spiel mit 250 Mann. Ob das wohl das Glück
der Schlacht wenden wird. Könnte sein, oder? Finde ich mega spannend, sowas. Erstmal ein bisschen nach oben fliegen. Da haben wir jetzt die Kavallerie. Ich gehe kurz hin. Hier, krasse Pferde-Lumpis. Was haben die denn für komische Augen, die Pferde? Voll die Schafsaugen, oder? Das sind doch keine Pferdeaugen, die da drin stecken. Okay, und möge die Schlacht beginnen. Formationen lösen sich auf und die Fetzen fliegen und die Kavallerie fällt hier den Truppen in die Seite und bleibt dann blöd stehen. Während die Spartiaten da hinten wieder ordentlich die Truppen da niederschnetzeln und die Katapulte arschspieß in die Masse feuern. Meine Güte, was für ein Gebubbere und Gebubbere. Bringt das denn was? Haben sie hier drauf? Irgendwie sieht es nicht so aus, oder? Ja, ist so ein Pferd umgefallen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das was bringt. Aber es entzerrt die Schlacht in die Richtung deutlich. Auch hier ist es jetzt krass anders irgendwie, oder? Und ich könnte schwören, dass sich das anders auflöst dann. Aber das Katapult ist echt eine gefährliche Geschichte, wobei eins schon wieder kaputt ist, ne? Werden echt mit Pfeilen beschossen, von da aus. Da ist noch eins kaputt. Die Kavallerie ist immer noch hart dabei, wird aber eingekreist inzwischen. Mal ein bisschen deutlichere Sicht sorgen. Ich muss hier mal so ein bisschen komisch fliegen. Ah, so ist doch ganz gut eigentlich. Ja, also hier sehen wir die Kavallerie, die immer mehr auch zurückgetrieben wird. Die Spartiaten haben inzwischen hier die armen Schweine von Gondor vollkommen niedergemacht. Es reicht immer noch nicht, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es immer noch dass es jetzt reicht. Das Katapult ist immer noch heile, was auch ein ganz fieser Faktor ist. Dieses Katapult müsste als erstes zerstört werden, weil direkt da, zack, 5, 6 kaputt sind, wenn die getroffen werden. Einfach massives Gefahrengut. Ist es jetzt kaputt? Ich glaube, jetzt ist es kaputt. Es sind immer noch Kavalleristen da. Nicht viele, aber ein paar sind noch da. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Mal gucken. Wie ist denn das Verhältnis hier? Ah, das Verhältnis sieht aber übel aus, oder? Also die Ritter in strahlender Rüstung stehen deutlich besser da. Ja, gut, wir haben aber auch die krasse Ausrüstung mit uns. Ich denke, wir müssen da noch was machen. Ich werde mal da hinten eine Bombe zünden. Mal gucken, wo man hier so eine Bombe zünden kann. Mal da. Alle kaputt? Glaub schon. Gut. So. Machen wir jetzt das Final Stand. Also, wir haben gelernt, die Kavallerie bringt einen Scheiß an der Stelle. Gegen die Dings hier wird es aber auch nichts bringen, gegen die Spartiaten, weil die Spartiaten alle Spieße haben, was für Kavallerie eher so unvorteilhaft ist. Deswegen müssen wir das anders positionieren. Wenn wir jetzt die... Geht denn das hier? So. Wenn wir jetzt die in deren Rücken fallen lassen. Ja, das glaube ich wäre besser. Und, was haben wir denn hier noch? Altgriechisch. Perser, wilde Mann. Nee, das ist nicht so das. Fantasy. Orks, Zwerge. Gigantische Oger. Nein, Zwerge bitte. Das 7. Regiment der Zwerge ist noch dabei. Mit kleinen Truppen auch.
Aber vielleicht wird es an dieser Stelle hier so den Unterschied ausmachen. Wer weiß. Vielleicht stellen wir sie so dazu. Okay. Teams stehen. Fangen wir an. Ein letzter Versuch, dass die Truppen Gondors zusammen mit den Zwergen, Kavalleristen und Pfeilbogen es schaffen, gegen die niederen Ritter und Spartiaten zu bestehen. Überleg mal, Alter, ein Herr Ritter, Spartiaten und ein paar Katapulte, das reicht für all diese anderen Truppen hier. Für die, die hier, oh, die sind, oh, das sind aber fiese Zwerge. Ich glaube, die werden schon ordentlich rocken. Gehen wir hier mal. So, bam, voll mega happy. So, und jetzt ist auch die Taktik. Ja, also die werden hier rumreiten. Mal gucken, was passiert. Ein bisschen hier ups, nach oben. Und dann sehen wir uns das mal an. Jetzt bin ich auch gespannt, was die Zwerge hier so treiben. Weil die lösen sich jetzt nämlich mega auf, habe ich mir schon gedacht. So, das Reiterregiment sollte jetzt eigentlich, ja, und das tut es auch, es bewegt sich tatsächlich um den Feind drumherum. Lässt sich zwar auch in Kämpfe verwickeln, bewegt sich aber auch drumherum und zieht ihn so tatsächlich auch auseinander. Was treiben die Zwerge so? Kommen die Zwerge da klar oder werden sie einfach niedergemacht? Sie werden zurückgeschlagen, aber sie lassen sich nicht unterkriegen. Krass, wie sich hier jetzt das so aufgelöst hat. Aber so werden die Katapulte auch abgelenkt und schießen mehr so in die Richtung, anstatt da in die breite Front. Das könnte vielleicht sich auch den Vorteil erweisen, auf dem Rücken dieser Pferde natürlich. Oh, die Zwerge werden hier übelst eingekesselt, aber vielleicht wird's ja was. Oh, oh. Das hier sieht aber trotzdem nicht so gut aus. So, ne? Also die klöppeln trotzdem die Pferde ordentlich weg, sehe ich da. Und gegen die Spartiaten ist kein Kraut gewachsen. Ne? Die paar Zwerge, die hier noch über sind, die kämpfen heldenhaft, aber gegen die Spartiaten kommt keiner an. Ja, und auch hier, die Pferde werden immer weiter aufgemacht. Aber es hat, glaube ich, gereicht, dass die Katapulte nicht so schlimm Schaden anrichten konnten. Und jetzt muss nur noch ein Katapult draufgehen. Und dann sind die Katapulte auch hin. Aber die Kavallerie ist weg. Entschuldigung. Sehr nah rangerutscht. Die Kavallerie ist komplett vernichtet schon. Und das Katapult steht immer noch und metzelt da ordentlich was weg. Aber kommt es mir nur so vor oder werden hier diese Reihen auch dünner? Vielleicht auch nur, weil es ein bisschen aufgefächert wurde. Und jetzt werden sie von allen Seiten eingekreist hier. Eieieiei. Ist das Katapult noch da? Ne, Katapult ist auch hin. Ein Yin-Yang des Todes bildet sich hier. Aber es besteht Hoffnung, würde ich sagen. Ja, denn die Spartiaten kommen gar nicht so zum Zuge hier gerade. Hier werden tatsächlich die feindlichen Truppen so aufgerieben, dass hier gleich Lücken sich bilden. Da bildet sich die erste Lücke feindlicher Truppen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber sind auch noch sehr viele Spartiaten im Hintergrund. Aber tatsächlich, also hier die Pfeile sind für die Spartaner wirklich der Tod. Ne? Also man sieht es hier. Ne? Hier, wo die Pfeilreichweite sind, liegen die meisten. Ne? Das ist sehr schlecht für sie. Da fallen die meisten um. Könnte was werden, letzten Endes. Ist doch noch einiges hier, aber ich meine, am Ende, selbst wenn hier noch ein paar Pfeilbogenleute dann überbleiben, hat dann letzten Endes hier keiner gewonnen, die Schlacht. Ne? Aber trotzdem. Das ist jetzt natürlich schlecht, dass sie jetzt darum kommen. Denn da, also im Nahkampf haben die Spartiaten halt ganz klar den Vorteil. Und den spielen sie jetzt auch aus, das sieht man.
Ja, die hauen sich hier durch die Reihen wie durch Gemüse. Und jetzt gleich ist dann vorbei. Ja, da gehen jetzt die ersten wieder auf die Pfeil- und Bogenleute zu, die sich halt mit allem, was sie haben, verteidigen. Aber es reicht nicht unbedingt gegen die Ritter. Oder? Ja, doch, die ersten Anlauf konnten sie recht gut parieren, scheinbar. Und jetzt müssen sie gucken, dass sie da halt irgendwie die anstürmenden Spatiaten noch niedermähen. Oh, das könnte doch noch was werden. Das ist knapp. Das ist doch gut geworden, oder? Tatsache, sie schaffen es. Tatsächlich. Ja, Bogenschütze müsste man sein, ne? Bis auf die Bogenschützen ist hier so irgendwie einer. Da versteckt sich noch einer. Hier so eine Handvoll von den anderen übergeblieben. Sonst ist der ganze Rest hinfort. Auf einem tragischen Monument und Hügel des Grauens. Tja, schöne Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Ich freue mich immer sehr über sowas und sage danke bis zum nächsten Mal und ja, tschüss, ne?